Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung mit Alex. Heute geht es in die dritte Runde unserer Wochenreportings und wir schauen uns einfach mal gleich bei CoinGecko an, wie sich die Kurse unserer Lieblingscoins entwickelt haben. Danach gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf Bitcoin und Ethereum ein und ich zeige euch mal so einen coolen Typen hier, der heißt Brandon Kelly Bitcoin Trader. Und er hat so eine kleine Verschwörungstheorie jetzt zu der ganzen Kursentwicklung. Und die möchte ich euch gleich auch nochmal in Ruhe zeigen, was er damit genau meint. Und ja, ziemlich spannend für die Leute, die vielleicht so ein bisschen die Verschwörung mögen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den Fakten an. Und zwar die Top 5 unverändert mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und jetzt noch mit dabei Monero. Ja, ansonsten keine Veränderungen in den Top 5. Wir wollen jetzt nicht zu sehr auf die einzelnen Kurse eingehen, sondern mehr auf die Entwicklung generell. Denn wir haben feststellen müssen, dass wenn Bitcoin fällt, fallen alle anderen eigentlich auch. Dementsprechend ist natürlich wichtig, wie hat die Mutter aller Währungen sich hier geschlagen. Und genau, wir stehen aktuell bei 2.178 Euro. Wir waren Anfang der Woche gestartet mit knapp 2.300. Dementsprechend natürlich immer noch kein gutes Ergebnis, auch wenn sich der Bitcoin seit diesem Crash jetzt wieder erholt hat. Wir gucken mal die letzten 7 Tage. 2.318 Euro war also der Höchststand, dann der Crash, die kurze Erholung, da dachten wir schon, alles ist wieder gut und dann am Freitag der richtige Crash. Wir waren unter 2.200 gefallen und das dümpelt jetzt so vor sich hin. Die Marktkapitalisierung hat sich auch extrem verändert, wir waren schon auf über 40 Milliarden, mittlerweile sind wir jetzt knapp wieder über 30. Das war schon so, dass wir dachten, wir bleiben unter den 30, also dementsprechend, ihr seht, wie schnell sich der Markt verändert. Das heißt, ich bin ja eher so der Langanhaltende, also ich möchte gerne darauf hinweisen, dass ich eher so darauf auch fixiert bin, was die Zukunft bringt und nicht auf die kurzfristigen Gewinne. Also bin ich hier der falsche Ansprechpartner für Leute, die jetzt schnell und einfach ihre Bitcoins zu Geld machen wollen. Das ist nicht so meine Anlagestrategie. Mir geht es mehr darum, dass ihr das Ganze versteht und dass wir einfach mal beobachten, wie sich die Coins so entwickeln und Woche für Woche einfach mal gucken, wie sich das alles über die Jahre hinweg entwickelt. Okay. Nun zur Verschwörungstheorie. Und zwar hat der Kollege hier gemeint, dass die letzten Tage, die hat er jetzt mal hier in dem Chart aufgerufen, das ist der Bitcoin, ziemlich ja, gespiegelt sind. Also wir haben hier so einen leichten Verfall und hier sieht es dann schon fast aus wie so ein W. Das heißt, er sagt also, die ganze Entwicklung muss irgendwie gesteuert sein, denn sie sieht genauso aus wie ein Spiegelbild. Und er ist der Meinung, dass jetzt in den nächsten Tagen, also sprich in dieser Periode hier, zwischen dem 29. Juni, also mittlerweile ja, knapp 3 Tage später, also zwischen dem 1. Juli, das wäre etwa hier, und dem 7. Juli. Er meint, am 7. Juli wird etwas passieren um 20 Uhr am Abend. Okay, wir sind mal gespannt, was da passieren wird. Bei uns wäre es dann vermutlich so in etwa 2 Uhr nachts. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass der G20-Gipfel gut geht, denn wir kommen ja hier aus Hamburg. Von daher denke ich mal, das wird schon alles und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Er sagt aber, es wird bis zu diesem Tag eine enorme Veränderung geben. Entweder geht der Bitcoin nach oben oder er wird dramatisch fallen. Und verantwortlich dafür ist eine Lobby, die nennt er in dem Fall die Illuminaten. Vielleicht habt ihr von dem Thema schon mal gehört. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich skurril, aber auch gleichzeitig spannend. Bisher sieht es ja wirklich so aus wie so ein Spiegelbild. Und ich glaube, es war hier. Da zeigt er auch mal die genaue Symmetrie. Also er sagt, wir haben so angefangen, wir werden auch so wieder aufhören. Und das sieht man hier in der Bewegung. Ziemlich cooles Video, ich verlinke euch das. Und ansonsten bin ich soweit durch. Ich zeige euch noch einmal die Top 5 im Überblick. Bitcoin 2.174 Euro, Ethereum 244 Euro, Litecoin knapp 35 Euro, Ripple 22, da gucken wir uns mal die genaue Zahl an. Also 0,2235, das heißt, wir sind schon eher in der 23 dran. Wir schauen uns das Ganze mal an bei Ripple. Vielleicht nochmal ganz kurzer Einblick. Ripple hat sich noch nicht erholt. Ich hoffe darauf, wenn wir uns mal hier dieses Spiegelbild wieder vor Augen führen, dass es hoffentlich jetzt wieder ein bisschen in die Höhe schießt. Aber bei Ripple müssen wir sowieso mal schauen. Ich hoffe, ihr habt mal die anderen Videos von mir gesehen zu dem Thema. Ripple ist die einzige Währung in den Top 5, die überhaupt nicht dezentral ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Was Ripple überhaupt ist und wie es funktioniert, hier mal der Link dazu, beziehungsweise der Videoverweis. Schaut es euch gerne an. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen richtig geilen Abend. Bei Fragen unbedingt in die Kommentare schreiben.
Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, oder abonniert den Kanal. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao.